Was bedeutet denn eigentlich, liebe Güllei, die 8? Fangen wir vielleicht doch ganz schnell für Einsteiger einfach an zu erklären. 8D-Report, was ist das denn eigentlich? Ein 8D-Report wird in den Unternehmen nicht gerne gesehen, aber leider entstehen immer wieder Kundenreklamationen oder Probleme im Unternehmen. Der Kunde schickt eine Reklamation mit dem Hintergrund, einen vollständigen 8D-Report zu erhalten. Ein 8D-Report besteht aus 8 aufeinander bauenden Disziplinen in einer festen Reihenfolge und wichtig hierbei ist, keine zu überspringen. Ein 8D-Report ist ein Werkzeug zur Problemlösung und in laufender Serienversorgung ein ganz wichtiges Werkzeug, um den Kunden zu schützen, damit keine fehlerhafte Ware an den Kunden geht. Der 8D ist ein Qualitätswerkzeug, aber ein Werkzeug, was nicht nur in der Qualitätsabteilung von Qualitätsmitarbeitern genutzt wird, sondern es ist eine feste Struktur, bereichs- und abteilungsübergreifend für Problemlösung und ein Aktionsplan. Für den 8D-Report gibt es keinen Standard. Oft wird das 8D-Format und die Inhalte vom Kunden vorgegeben. Was wir Ihnen in den nächsten Minuten zeigen werden, ist ein kleiner Einstieg in die 8D-Bearbeitung. Was steckt dahinter? Was sind die einzelnen Disziplinen? Und was ist zu beachten? Ja, liebe Güllei, vielen, vielen Dank für deinen Überblick. Ja, mag den 8D-Report keiner. Außer vielleicht der Kunde, der da Lösungsansätze sieht für die Behebung von Problemen bei seinem Zulieferer und auch ein Lebenszeichen bekommt. Tut eigentlich mein Zulieferer irgendwas oder wird dort das Problem unter den Teppich gekehrt? Aber gerade die Dokumentation der Arbeitsschritte, der einzelnen Aktionen ist ja viel Arbeit. Vielleicht möchte ich dich da fragen, liebe Gülay, wer startet denn eigentlich da bei dem 8D? Wird das jetzt nur durch die Qualitätsabteilung bearbeitet oder fangen wir mal einfach an? An wen schickt der Kunde seine Reklamation und wie geht's dann ganz schnell weiter? Vielleicht nur mal einen kurzen Einstieg. Ja, klar, Bernd. Wenn der Kunde reklamiert, ist ein typischer Ablauf in der Praxis folgendermaßen. Der Kunde schickt eine Kundenreklamation in die Qualitätsabteilung. Der arme, zuständige Qualitätsmitarbeiter nimmt sie an sich und überprüft natürlich als erstes, ob diese Reklamation überhaupt berechtigt ist. Prüft natürlich, ob genug Informationen wie Bilder, Informationen zu der Reklamation seitens Kunden vorhanden sind. Und anschließend sollte der Qualitätsmitarbeiter sofort rausgehen in die Produktion, in das Lager oder Versand, um nach dem Fehler zu schauen. Ist es ein Maßfehler? Ist es ein Verpackungsfehler? Ist es ein Oberflächenfehler? Ist es ein Lackschaden? Oder ist da irgendeine Verschmutzung? Es muss geprüft werden, weil sofortiges Handeln kann davor schützen, dass die Beladung, die zum Beispiel in einer halben Stunde rausgeht zum Kunden, noch gestoppt werden kann. Prüfen, ob fehlerhafte Teile oder Teile im Lager vorhanden sind. Auch diese müssen natürlich sofort gekennzeichnet, aussortiert und gesperrt werden. Diese Vorgehensweise, gleich in die Produktion, Logistik, Versand oder ins Lager rauszugehen, ist aus der Kundenperspektive total verständlich. Wenn die Kundenreklamation berechtigt ist, dann heißt es jetzt Kunden schützen vor weiterer Auslieferung von fehlerhafter Ware. Das ist Disziplin 1. Auch der Qualitätsmitarbeiter gewinnt mit dem schnellen Blick in die Produktion ein Gefühl, wer in der ersten Teamsitzung mit dabei sein sollte, nicht die richtige Ursache, aber er rangiert das richtige Problemlösungsursachenanalyse-Team an, ergibt eine Empfehlung, wer dabei sitzt, wie zum Beispiel Konstruktion oder ist es die Entwicklung oder ist es die Produktion. Also zusammenfassend in der ersten Disziplin D1 der 8 Disziplinen im 8D-Report ist zu machen, dass man Reklamationen richtig liest, die Reklamationen versteht, wenn nicht verstanden, sofort den Hörer nehmen,
den Ansprechpartner anrufen, der reklamiert hat von der anderen Seite, kundenseitig, Qualitätsmitarbeiter, und nach Bildern fragen, nach mehr Informationen fragen, bevor man in eine falsche Richtung geht. Reklamation spezifisch machen. Klarheit schaffen und dann rausgehen und prüfen, Stichproben machen, wenn es auffällig ist, kompletten Batch sperren. Es geht um einen kundenorientierten Einsatz. Das heißt, wenn Bilder fehlen, wenn noch Fragen sind, dann heißt es, es ist eine Hohlschuld. Das Gleiche gilt auch für die Kundenorientierung Richtung Ersatzlieferung. Müssen wir die volle Menge liefern oder können wir die reduziert liefern und so weiter? Was braucht der Kunde als Notversorgung in den nächsten Tagen? Das ist sehr wichtig. Es muss auf jeden Fall auch mit dem Kunden vereinbart werden, wie die Sonderkennzeichnung für die geprüfte Ersatzteillieferung aussieht. Okay, liebe Güllei, das war ja umfangreich und man hat es doch gemerkt, dass da eine gewisse Leidenschaft in dir aufgeblüht ist. Genau so sollte es sein. Nicht, oh, schon wieder Reklamation, da mache ich erstmal eine Kaffeepause. Lass mich doch da vom Kunden nicht ärgern. Nein, eine gewisse Leidenschaft einfach hier kundenorientiert loszulegen, ist immer wichtig. Man kennt es aber auch, dass über die Jahre viele in der Qualitätsabteilung schon eine gewisse Frustration erleben, weil sie sehr oft alleine arbeiten müssen. Kannst du das bestätigen oder was ist dein Eindruck? Gerade in dem Startmoment, nachdem der Qualitäter losgelegt hat, erste Aktionen gemacht hat zum Kundenschutz. Was ist da dein Eindruck? Wie kann man in der Praxis dann sein Team zusammenstellen? Ist es dann einfach oder was sind da deine Erfahrungen? Ja, lieber Bernd, der Qualitätsmitarbeiter ist sehr oft auf sich alleine gestellt. Das stimmt. Nur die Ursachenanalyse ist eine fachliche Disziplin. Manchmal geht die zurück auf richtige Kenntnisse vom Design, von der Mechanik, von der Oberflächenkenntnisse her. Dieses Wissen von Technologie, Prozess, Materialien. Und deswegen braucht er die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen. Liebe Güllei, die Zusammenarbeit ist wichtig, außer es ist halt eine Sache, die, sag ich mal, wie immer und man kennt es, man hat es schon analysiert, man ist dran. Es gibt aber auch wirklich ungeduldige Kunden, die wieder und wieder und wieder piesacken, die zum Teil auch wissen, dass man an der Problemlösung als Lieferant dran ist, aber halt formal absolut richtig. Eine Reklamation weiterreichen, eine 8D-Bearbeitung haben wollen. So ist das halt in Automotive gerade, um eine dokumentierte Beschwerde zu machen, um auch darauf vielleicht basierend gewisse Aktionen zu erwarten, beziehungsweise auch von dem Qualitätssicherungsmitarbeiter des Kunden eine Sicherheit zu geben nach dem Motto, ja, wenn da was Größeres rauskommt, jetzt wieder erkannt, ich habe es dem Lieferanten gemeldet. Alles ziemlich verständlich. Liebe Güllei, für die, die vielleicht heute hier dabei sind und den 8D-Report, den 8D-Bericht einfach, ich sag mal, das erste Mal machen müssen und jetzt hier vielleicht gesucht haben, kannst du uns mal schnell einen Überblick geben über die 8 Disziplinen? Ja, lieber Bernd, du hast ja jetzt gerade gesagt, Disziplin 1 haben wir ausführlich besprochen. Es gibt natürlich 8 Disziplinen. Bei der Disziplin 2, kurz erklärt, geht es um die Problembeschreibung. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit, das ist auch in Vereinbarung mit dem Kunden, muss natürlich eine Rückmeldung erfolgen. Das ist teilweise innerhalb 24 Stunden oder wie mit dem Kunden vereinbart. Das wäre jetzt Disziplin 2. Natürlich ist es auch wichtig, Disziplin 1 erst komplett
erledigt zu haben, um dann auf Disziplin 2 überzugehen. Disziplin 3 wäre die Risikobewertung, die Auswirkungen des Fehlers auf technische Probleme oder auf die Sicherheit oder auf die Passform etc. Da gibt es Werkzeuge wie 5Y oder Ishikawa. Sofortmaßnahmen muss man dann natürlich auch einführen, wie Sortieraktionen, Bestände, Produktionslinien, Quarantäne und Endkontrollen. Kommen wir jetzt zu der Disziplin 4, das wäre die Ursachenanalyse. Da sitzt man natürlich im Team zusammen und wendet einer der Werkzeuge an, 5Y oder Ishikawa, um gemeinsam zur Lösung zu kommen. Als nächstes kommen wir zur Disziplin 5. In diesem Fall geht es um die Korrekturmaßnahme zur Behebung des Problems. Der Bestand wird geprüft, spezifische Angaben wie Ort, Menge, Teilnummern werden angegeben, die Prüfmethode, Zeichnungsnummern, Spezifikationsreferenzen und so weiter. Es muss auf jeden Fall dokumentiert werden, was mit aussortierten Teilen gemacht wurde, die Menge, die Nacharbeit, die Verschrottung und so weiter. Wenn dies alles erledigt ist und wir Disziplin 5 abgeschlossen haben, gehen wir zu Disziplin 6. Bei der Disziplin 6 müssen wir auf jeden Fall eine Wirksamkeitskontrolle durchführen. Das bedeutet, ist alles umgesetzt, was wir besprochen und durchgeführt haben. Kommen wir nun zu Disziplin 7. Hier ist es sehr wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Dass ein erneutes Auftreten vermieden wird, müssen Dokumente, Standards, Arbeitsanweisungen, Schulungsunterlagen aktualisiert und angepasst werden. Und als letztes kommen wir zu Disziplin 8. Hier heißt es, das Team würdigen und anerkennen, Möglichkeit, ein Lob auszusprechen, um natürlich auch die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Kann man zum Beispiel an einer Pinnwand im Unternehmen so die Würdigung aussprechen und namentlich aufhängen und anerkennen. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch um Lessons learned und das kann man am besten mit einer Kickoff-Veranstaltung. Es müssen dann die Mitarbeiter die neuen Arbeitsweisen, die neuen Prüfschritte, die neuen Standards anhand diesem Kickoff weitergegeben werden. Das Ganze ist ja sowieso schon im CAQ-System erfasst und auch mit der Verknüpfung FMEA und Kontrollplan. Ja, liebe Gülay, vielen, vielen Dank für den Überblick. Du hast jetzt einige weitere Werkzeuge aus dem Qualitätswerkzeugkoffer genannt. Du hast die FMEA genannt, du hast den Kontrollplan genannt, die ich alle eben auch als Standards bezeichne. Gerade die FMEA ist ja ein enormes Werkzeug, reicht von der Produktentwicklung und geht über die gesamte Laufzeit. Wenn ich jetzt die FMEA anschaue, dann sieht die meist von Firma zu Firma sehr unterschiedlich aus. Manche machen es sehr modular, wiederverwendbar, sehr vernünftig in Systemen. Manche machen das in Excel. Es kommt halt auch darauf an, wie viel IT, wie viel Systeme da bereits in der Firma vorhanden sind. Welche Erfahrungen hast du denn hinsichtlich dem 8D-Report und der notwendigen Veränderung? Weil ich will es noch mal kurz jedem klar machen. Hat man eine Reklamation? Hat man ein Problem? Es wird analysiert mittels der Methode 8D. Man geht durch alle Disziplinen durch. Man überspringt keine. Man deckt die Ursache auf, aber dann muss man auch handeln. Und handeln bedeutet, man hat ein Risiko, man muss in der FMEA das Risiko nach den neuen Erkenntnissen adäquat verändern. Und am besten, aber da werden wir gleich die Gülay fragen, wäre dann statt einer FMEA-Moderation. Aber mir fragen die liebe Gülay,
welche Erfahrungen und Vorgehensweise sie hier kennt. Bei der 8D-Methode handelt es sich ja oft um einen tatsächlich aufgetretenen Fehler. Die Abstellmaßnahme wäre dann die Korrekturmaßnahme. Bei der FMEA ist es ja so, dies vorbeugend zu betrachten und sollte normalerweise auch den 8D-Report vermeiden. Es gibt Automotiv-OEM-Kunden, die kommen zum Audit in die Unternehmen der Lieferanten und schauen sich sowohl die Reklamationen als auch die dokumentierte 8D-Bearbeitung an. Sie sehen auch die älteren Reklamationen und wollen die passende FMEA dazu sehen. Ob es dazu eine FMEA-Sitzung gab und ob das Risiko natürlich erkannt wurde durch die Reklamation mittels einer FMEA, wird dann verifiziert. Natürlich ist auch sehr wichtig in diesem Fall, ob Kontrollpläne oder Produktionspläne, die neuen Vorgaben, die zu messen sind, die neuen Qualitätsprüfanweisungen und eben weitere erforderliche Dokumente, ob die alle angepasst und überarbeitet sind. Wie du vorhin auch angesprochen hast, da ist ein CRQ-System natürlich von Vorteil. Vielen Dank, liebe Gülay. Ja, ich habe es in Projekten kennengelernt. Die Firma wächst, was immer gut ist. Neue Projekte, neue Kunden, anspruchsvollere Kunden. Vielleicht macht man auch mal einen Ausflug in die Automobil- oder Elektronik oder vielleicht sogar Luft- und Raumfahrtindustrie. Es wird anspruchsvoller, die Erwartungen an Systeme, Qualität, aber auch die Dokumentationen entsprechenden Dokumentenmanagementsystemen ist dann immer ein Level höher. Aber es ist aus meinem Blickwinkel jetzt nicht eine Schikane des Kunden, sondern mittels diesem Druck, wie du schön gesagt hast, über Kundenaudits, wird versucht zu erreichen, dass Lieferanten aus den Fehlern lernen. Lernen in diesem Sinne, dass Fehler sich nicht wiederholen, dass Fehler anständig analysiert werden, dass nach einer Ursachenanalyse aufgedeckte Fehler auch mit Abstellmaßnahmen umgesetzt werden, dass dies dokumentiert wird und auch über Prozess- oder Leistungsdaten, Audits verifiziert wird. Sehr oft fragt der Kunde danach, ja, lieber Lieferant, jetzt wieder eine Wiederholung, wieder eine Wiederholung. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben 8D gemacht, wir haben FMEA gemacht, wir haben das Risiko klein gesehen. Jetzt ist es wieder aufgetreten. Anscheinend haben wir da nicht die richtige Ursache gefunden. Ja, aber man sieht alle kleinen Schleifen, alles wird dokumentiert in einem entsprechenden System. Ich kenne CRQ-Systeme, ich kenne SAP, ich kenne andere Module in der Umgebung rund um Enterprise Resource Planning System. Alle dienen dem Zweck, Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Dies sollte auch jeder Qualitäter wissen und beachten. Man kann nicht einfach mal was unter den Teppich kehren. Irgendwann ist die Zeit, wo man Geschichten erzählt und die nächste Geschichte erzählt, vorbei. Ich finde es gut, es bringt eine gewisse Dynamik, es bringt aber auch den Vorteil für Qualitätsmitarbeiter, hier zu sagen, lieber Bereichsleiter, lieber Chef, ich muss das alles ordentlich in Systemen dokumentieren. Falls wir da ein Kundenaudit haben, und ich betone hier gerade nochmal Kundenaudit, weil die Zertifizierungsaudits gehen mehr in Richtung, sind Systeme vorhanden, ist das Vorgehen, das Verfahren abgebildet. Es wird aber nicht so die Güte, Sorgfältigkeit und Lückenlosigkeit festgestellt. Also, jeder Druck durch den Kunden hilft einer Firma, einem Lieferanten, Fehler abzustellen und sich täglich zu verbessern.
Ich sage jetzt schon mal, ich finde den 8D ein ganz tolles Werkzeug. Es ist ein Mix aus einer Rezeptbuchvorgabe. Es ist eine Steuerungsmethode. Es sind klare inhaltliche Elemente je Disziplin. Es gibt Struktur und Ordnung. Wer einen 8D-Report oder einen 8D-Bericht bearbeitet, sollte hier stets eine gewisse Sorgfalt walten lassen. Er sollte sehr frühzeitig seinen Kunden schützen, aber auch gleichzeitig sehr frühzeitig sich das passende Team zusammenzustellen, um die Ursachen festzustellen. Das passende Team ist entscheidend. Hier kann man nicht ständig den gleichen Standard nehmen. Ja, dann hole ich den Karl und die Maria oder wer auch immer und mit denen mag ich am liebsten am Tisch sitzen. Nein, man muss schauen, wo liegt vermutlich die Ursache. Es ist ein Entwicklungsproblem, Designproblem, wurde das Problem schon eingekauft in der Supply Chain, wie auch immer. Das heißt, der Teilnehmerkreis des Kernteams je 8D-Report unterscheidet sich, kann auch im Laufe des 8D-Reports verändert werden, wenn neue Erkenntnisse da sind in der Ursachenanalyse. Ups, daran haben wir gar nicht gedacht. Gut, dass wir jetzt so tief analysiert haben. Gut, dass wir jetzt feststellen, es sind Materialprobleme, es sind Bearbeitungsprobleme, es ist die neue Technologie, Schweißen, Kanten, wie auch immer. Es sind neue Zukaufprodukte, wie auch immer. Das Team kann sich verändern. Liebe Gülay, an dich jetzt schon ein herzliches Dankeschön für diese schöne Folge 8D-Report. Wir haben hier sicherlich nicht alles abdecken können. Es ging auch uns mehr darum, einen Überblick und eine Zusammenfassung hier zu geben. Wie immer, unser Anspruch hier im Chat, gewisse Impulse zu geben, Impulse an Entscheider, Impulse an den Bereichsabteilungsleiter, an den Leiter einer Unit. Und hier möchte ich ganz einfach die liebe Gülay, bevor wir uns dann verabschieden, bitten, dass sie heute vielleicht mal die Impulse an die Entscheider weitergibt. Ich hoffe, dass wir die Entscheider, aber auch die Bereichsleiter sensibilisiert haben, um bei den 8D-Methoden, bei den Kundenreklamationen noch mehr ein offenes Ohr zu haben, um die Kunden zufriedenzustellen. Ich denke, jetzt versteht man auch besser, warum der 8D eine Riesenchance ist, abteilungsübergreifend und bei der Fehlerursache zu lernen, um sich zu verbessern. Natürlich möchte niemand eine Reklamation vom Kunden erhalten, aber wichtig ist, um den Kunden zu beruhigen, Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass man sich sofort darum kümmert. Der Kunde sollte wissen, dass er sich auch in schwierigen Zeiten auf mich und auf das Unternehmen verlassen kann. Reklamationsbearbeitung ist auch eine Chance, dem Kunden zu zeigen, dass wir Richtung Kundenservice Interesse und Leidenschaft haben. Natürlich ist in der Qualität ein großes Jammern. Wenn aber Hauptkunden reklamieren, sollte ja schon von vornherein schon geklärt werden, wie soll er sich melden und wie soll er an Ressourcen kommen. Und das sollte im Unternehmen auf jeden Fall berücksichtigt werden. Vielen Dank, liebe Güller. Zu deinem letzten Kommentar oder Impuls. Das mag jetzt dramatisch klingen. Ja, nur wenn ein Hauptkunde oder strategischer Kunde eine Reklamation hat oder dann bewegen sich die Qualitäter. Nein, man muss es einfach nur sehen. Ein Qualitäter, ein Qualitätssachbearbeiter ist oft in der Zwickmühle da, über die Ebenen, über die Hierarchien an Ressourcen zu kommen. In der gelebten Praxis ist im Tagesgeschäft eine Anfrage in die Entwicklung, ich bräuchte da mal einen Termin, fragt mich in 3-4 Wochen. Und wie du schön sagtest, liebe Gülay, das geht
Richtung Kunden und seinen Kundenerwartungen geht ja gar nicht. Also, spannende Sache, der 8D-Report. Es ist teilweise ein, wie sagt man, ein Streckenlauf oder Hindernislauf gegen die Zeit. Alle Fälle sind Etappen zu erreichen und für mich immer in der Qualität ist das eine ganz spannende Sache. Was ich nie mag, ist Zustände oder Themen, wo man sagt, ja, das Problem haben wir schon über Generationen, ja, da lässt sich nichts machen. Da ist man dann halt als Qualitäter so ein bisschen ja auch immer in der misslichen Lage. Wie sage ich es meinem Kunden und jetzt eben, wie sage ich das meinem Kunden in dem Format eines 8D-Reports, in einem 8D-Berichts. Das sollte, und jetzt noch der abschließende Tipp an die Qualitätssachbearbeiter, alles, was ihr, was sie, was du da schreibst, stimmt es ab. Stimmt es ab, weil bei einer Wiederholungsreklamation, bei einem größeren Problem, was sich dann anbahnt, vielleicht ein Rückruf, ein Gewährleistungsfall, das, was mal geschrieben wurde, liegt dann ganz fett auf dem Tisch. Also, immer dran denken, der 8D-Report ist ein Dokument. Er sollte sorgfältig bearbeitet werden, je nach Schwierigkeit, je nach Komplexität und je nach Tragweite der Reklamation. Braucht der Qualitätssachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin sofortige Hilfe, schnelle Unterstützung. Prima. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute wieder einige Impulse geben. Ich sage ein Dankeschön an die liebe Gülay. Tschüss, lieber Bernd, und bis zum nächsten Podcast. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich über ein Wiedersehen hier im Podcast freuen. Tschüss und ade. Bisschen burschikos.